Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu GTA 4. Ist das ein Highlight hier? Hey! Who you waving at? Feds, I think. They always drive past at this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses. All of them. All of you. Nice talking with Whatever. You. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Hey! Hey! Is Mr. Pegorino around? Sure. I'll get him. Boss! Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Mm. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. Nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Second, come in here. Oh, fuck. So, listen, we got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that at your meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them, just a bunch of Guernsey Goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Sure. Listen, some of their boys are in town today. Gonna collect their piece of an Alderney bookie ring. Where it is, they're at the diner, an actor. Find them, and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard! Kabish? Yeah, kabish. Thank you. Kein Thema, machen wir doch alles. Alles kostenlos, alles im Preis. Inbegriffen. Oh, wir sollten mal, wir hätten noch von der letzten Folge so ein wenig. Wartet mal. Oh, wir kommen da gerade vorbei. Kommen wir da? Was ist denn? Was ist denn diese Zahl? Ach so, eine Schrotflinte, das ist ja. Das ist ja egal, nur Schrotflinte brauchen wir gar nicht. Wo müssen wir denn hinfahren? Zum Waffengeschäft irgendwo. Wo ist das denn, das Waffengeschäft? Ach, da, wo das Internet ist. Ach, da unten? Dann ist das diese Mission, wo wir sowieso alles kriegen. Waffen als auch, Gesundheit. Aber ich fahr mal eben kurz mal noch... Nee, da gibt's gar nichts, ne? Ah, Hospital. Fahren wir doch erstmal zum Hospital. Hui. Ja, jetzt müssen wir natürlich nur noch so ein Medipack finden. Weil wir klauen einfach einen Krankenwagen. Ach nee, da. Diese Taube. Wumm. So, Gesundheit haben wir schon mal. Den Rest müssen wir uns irgendwie erschleichen. Kommen wir da überhaupt runter? Glaube nicht. Hui. Das ist diese eine Gegend da, dieses Fabrikgelände, wo es auch die AK gibt. Bing bong. Right. Bing boom. Und dann gibt es ja halt auch die Weste, aber wir haben dann am Anfang hätten wir keine Weste, aber. Ach. Brauchen wir nicht. Wofür? Wofür braucht man eine Weste? Oh. Ja, mal gucken, ne? Ja. Oh, warte mal. Dann fahre ich da erst rein. Ja, geil. Dann kann ich mir ja die Weste jetzt schon holen. Dann nehme ich gleich das Sturmgewehr auch noch mit. Oh, das finde ich wunderbar. Dann laufe ich jetzt schon mal hier hoch. Da.
gibt's doch keinen Fahrstuhl. Ah, wir sind angekommen. Bumm. Weil die werden wir auf jeden Fall brauchen, die Weste. Boah, ich hoffe, das regeneriert sich nachher. Also wenn das die Mission ist, weil das ist ja jetzt hier in der Fabrik und ich gehe mal davon aus, das ist das. Die Mission. Jetzt ist keiner zu sehen, kein Gegner bisher. Brauchen wir nicht mehr. Wofür? Scheißegal. Na. Das gibt's auch gar nicht hier. Na jetzt. Oh, jetzt haben wir noch die AK eben. Oh, der zieht die Handbremse sogar an. Habt ihr gehört? Krack. So. Dann können wir auch über unsere Gefühle gleich reden. Dann gibt Gummi. What the? So. Doch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. I think that guy works for the Pegorinos. God, they must be desperate. Let's lose him on the way to the meet. Ja, toll, ey. War doch nicht die Mission. Okay. Der, das, Don't shoot. Er hat mich getroffen. Jawollo. Komm, die hauen wir doch wieder voll rein. Sind da trainiert schon. Oh, jetzt sind die ortsanhängigen Polizisten da. Oben sind irgendwo welche. Boah, Alter. Aber wo oben? Irgendwo oben. Ah, hier. Ihr macht mich fertig. Was nehmen wir denn? Hier so einen schönen Wagen? Gummi! Aber da haben wir erstmal wieder schön für Aufsehen gesorgt. So. Ja, hier gibt es auch nichts. Ne? Da fährt man schon irgendwo rum. Sonst irgendwo rum. Das ist eine Taube. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich diese Taube schon verzeichnet habe. So, das ist so eine komische, wo sind wir denn da?
Pay and Spray ist dort. Ja, die habe ich anscheinend. Ja. Na gut. Oh, da habe ich einen Durchschuss. I got that stuff, Jimmy. Well done, my boy. I hope you made him suffer. Teach him that all done is Pecorino turf. Is there a nice little haul in it for you? All right. Well, maybe you'll give me a little taste then. Hand something up the ladder. That's how us Italians been doing things for centuries. Good thing I'm not Italian. So, dann haben wir jetzt anscheinend erstmal nichts mehr von dem Pecorino. Phil Bell. Haben wir erst den hier, ne? Und schon wieder eine Weste. Oh, machen wir erst den Phil Bell. War das nicht der an den Docks da, der Kerl? Ja, ne? Wir haben mittlerweile so viele Kontakte. Erst. I'm already working for a mafia family. They're scum. Ravelli is the only man who can get what you need done. He's in Shotland Medical Center. Tell him he was sent by a new boy. He's expected. Jetzt haben wir schon wieder einen neuen. Irgendwie. Don't do anything I wouldn't do. Oh. Hey Tommy, check this out. Seven horse, seven race, hey. Joe Phil. What? Hey, pal, what's going on? Not too much. How are you? I'm good. Wanna walk and talk? Sure. Tommy, give me a call for my big buddy. You're tell my one out to get some fresh air. No problem, Francois. Hey. Ridiculous! I'm a grown man walking around like a chump. I'm sorry about this. Hey, no problem. So you're a friend of Ray's? A friend? No, I do some work for him. No, I mean a friend. I don't understand. Whatever you say, he's a slime ball, but he pays. Sure, pal, sure. Listen to me. The thing about Ray is, he's a good earner. He talks a lot of shit, but he's a good earner. He's a rat doing an impression of a man. That's pretty good. Phil! Phil! Wad, what do you want? Mr. Boss, said you gotta head down to docks. Emergency. Said you'd understand. Ah, shit, it's 3 days early. Mano Namia, what am I gonna do? What's the problem? Nico, I'm gonna have to take a chance with you, pal. Okay. Come on, let's go. Okay, listen. There's a truck waiting for us. It's under the overpass off Catskill Avenue. Drive us there. Wer hat denn davor geparkt? Unfassbar, wie sie hier alle parken. You scan this thing for bugs? No, but we can be pretty sure it's clean. Chill out. All right. It's just that if we get caught on this one, you and me is going down for a long time. And that means that certain people is going to assume we're wrecked, which means we'll get whacked. You're working with the wrong people if you expect them to whack you if you go inside. Where's the trust, Phil? It's about survival. If someone who knew what I knew got flipped, then the whole organization will go down. Whacking someone who catches some heavy time is just an insurance policy. And it don't help that not everyone in the organization is pulling in the same direction. You mean that someone in the family would see someone else going inside as an opportunity to get ahead? You're a smart guy. Anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses covered. You're excused. What are we doing? We're taking a load of product off of some Russians the enchiladas have been dealing with. You was helping those Irish idiots cause some beef between the enchiladas and their Albanian muscle a while back. Since that little love affair ended, they've been getting this Russian guy to supply them the sea. We just got the heads up that a shipment has arrived in Liberty City by boat. That's what the talk about the docks was. Exactly. We're taking the sea off the Russians.
All right, this is the truck. A shitload of coke we're taking. It should be a lot of sugar. But that ain't the only reason why we're taking this truck. Some of my boys stole it from the enchiladas this morning. It's the one the Russians are expecting to come pick up the sea. We should be able to turn up and have them loaded up for us. Then we drive away, no questions asked. I don't know if anyone would give away a load of coke without asking any questions. Even the Russian coke runners ain't that stupid. Yeah, sure, this is just plan A. It's the one Jimmy P worked out. You and me know it ain't gonna work. And that the only way we're gonna be able to leave that place with the sugar is if all the Russians in there are dead. So why don't we use a more subtle approach? Not just drive right into the middle of it. Because these is the orders and we gotta follow them. That's the way things work. You ain't gonna be happy about everything you get told to do, are you? You're the boss. It ain't like I'm working for free. No, you ain't, and I ain't neither. That's why we gotta at least try to do what we're told to do. You're gonna learn that there ain't much in this life that you got control of. Whether you're putting yourself in harm's way because that's the way the skipper wants it done, or you're staying away from your kids because of a stupid court order and a malicious bitch of an ex-wife, there ain't that much control in anything. I've been around long enough to know that there is some things that we don't have a choice about. But there's other times where you got to look at something and make a decision for yourself. I can't follow every order I'm given. Yeah, well, maybe you're right. Maybe you ain't. I don't know. Yeah. Wer weiß das schon? So, dann wollen wir doch mal gucken. Ländern. Oh, 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 oh. Oh. Ein bisschen Stau hier. Und wir lösen jetzt das mal den gesamten Stau. Yeah, wann hält der denn an? Fahr, Junge, fahr. Ehrlich, kann man da nicht anders? Wir hätten bestimmt auch anders runterfahren können. Aber wir sind ja anständige Leute. Liegt übrigens ein Messer auf der Straße. Hui. Oh oh. Man sollte hier vielleicht nicht so ganz übertreiben mit der Geschwindigkeit. Ach, das ist die Mission. Oh, die ist auch widerlich. Naja. Toll ist immer was anderes. Naja. Wow, was war das denn? Keep a cool head and everything should be fine. Hey, buddy, we're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give the stuff to my boss and go home. I don't let anyone in here until I get the word. There's something wrong about you. Get out of the truck real slow. Nico, looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Shoot these commies. No, then. Wir schmeißen damit Granaten um sich.
stehen geblieben. Oh, jetzt wird's aber knapp hier. Jetzt würde der mal ganz wissen, wenn ich hier irgendwo eine Weste hätte. Aber offenbar gibt's hier keine Weste. Echt nicht? Gibt's hier keine Weste? Ach, da ist eine Weste. Bitte steigen Sie jetzt ein. Das Koks übrigens, wovon gerade die Rede war, was aus Vice City kam oder kommt, das ist ja von den, den man gespielt hat, den Kerl, weil man hat ja da... Oh. Da sind sie schon tot. Wenn irgendeiner von euch Vice City gespielt haben sollte, dann weiß er auf jeden Fall direkt, dass es das genau hier damit der Spieler gemeint wird aus Vice City, der Kerl. Weil die sind ja da alle stinkenreich durch dieses Kokain geworden. Und konnten sich so einiges kaufen. Und gerade das klauen wir hier. Aber habe ich auch schon gesagt, selbst in GTA 5 wird hier Nico Bellic zu sehen sein wohl, oder man begegnet ihn irgendwie. Inwiefern, weiß ich nicht. Man darf gespannt sein. Ja, wo müssen wir hin? Um diese tolle Aufgabe zu lösen. Da hinten bestimmt, wa? Oder? Oder doch nicht? Ja, der fährt auch einen Weg hier sich zusammen, der Kerl. Fürchterlich. Nein. Wird das jetzt hier eine Bootsfahrt? Eine ganz ruhige? Da gab es jetzt einmal Gegner. Boah, ich glaube hier vorne ist er schon. Ja. Steig aus und geh auf den Pier. Pierre. Pierre Vogel. Der Bärtige. Yourself real good back there. Kept your head. That's a valuable trait. Thank you. See you later. See you later, Alligator. Gute Reise. Damit hätten wir das jetzt auch abgeschlossen. Endgültig. Wo sind wir denn wieder hier? Keine Ahnung. Was ist das denn? Brucey?
Der will unbedingt was mit uns unternehmen. So, was ist denn jetzt hier los? Jetzt ist er da hinten oder was? Ach, das ist der andere. Ne, da ist der Kerl. Und wir haben aber auch wieder hier was von Jimmy. Pegorino. Können wir da hoch? Ja, ne? Ja, haben wir anscheinend doch noch mal ein paar Missionen gekriegt jetzt. Dann soll es eben halt so sein. Nico, I've been invited to your cousin's wedding. I didn't think you guys knew each other. Nor did I. He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there. Is that true, Nico? I guess it is. I'll see you at the wedding then. Oh, hier gibt's Heilung. Den werden wir erstmal nutzen, den. Damit wir Gesundheit haben. Denn die fehlt uns ein bisschen. Great, thanks. Schmeiß das Ding weg. Gib Gummi. Na, aber dann wieder Gesundheit. Got work. He paid. That's about it. Yeah? Well, remember who made the introduction. Remember who brought you in. Don't you forget about me. If you want to pass something up to me, pay me some tribute. Sorry, Ray. I'm freelance. I don't buy into that tribute stuff. This work has many disadvantages, but, hey, at least it's tax-free. Tja, da ist Ray mehr oder weniger abgeschrieben. Ray Broccoli. Did you see a fucking helicopter on your way here? No, I don't think so. Okay, let's go. Come on, quick. We gotta head towards Fort Tudor. The old factory off of August. Will der unbedingt mit meinem Bike fahren? Was ist das denn? Der ist ja drauf. The fucking Russians have got to Charlie Mateo. They told this top Ancelotti capo that it was us that took the sugar. Who knows how the fuck they did? I didn't tell nobody. It don't matter. What has to happen is that you gotta take out Chubby Charlie before he choppers it into Algonquin to tell the commission that we're knocking off the Ancelotti's action. So I go into this factory and I ice this fat Charlie? That's right. I'm gonna go make a lot of noise so no one thinks I had anything to do with it. Medical Center. Oh. Das war ja jetzt gerade eine schöne Karre. Sind wir da gerade ganz stur dran vorbeigefahren? Glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Alright. Now the way I sees it. There's two ways it can go down. You burst in the front and hit them in the face with everything you got. Otherwise, you slip around the back, go into the basement, and fuck them up their asses. Hmm. Decisions, decisions. I'll leave it up to you. See you later. Naja. Okay, entweder vorne oder hinten rein. Ach, das ist hier schon. Als wenn die hier keine Wachen hätten. Wie mache ich das denn? Das war jetzt aber kein Unterschied, kann das sein? So, alles.
Hey! Oh, da ist auch noch einer. Be scared! I am going to get you. Now you find some cover. You like? Hey, Jimmy P sent one of his low-rate crews to try to clip me. This has gone far enough. Ich glaube, der AFA haut jetzt ab auch noch. Asshole! Oh! Oder haut der ab? Ich weiß es gar nicht. Ey, nicht schon wieder runterfallen. Ah! Furchtbar. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Hab dich. Oh, die sind aber schwere Jungs dabei. Was? Da runter ist er gesprungen? Alter! Das war jetzt aber hier. War jetzt aber gesundheitsgefährdend für mich. Wo hängt denn hier noch einer? Having a good day. Ich sehe den nicht. Hä? Ah, mir läuft einer hinterher. I'll rip your fucking heart out. Mehr oder weniger. Ich glaube, da unten am Auto ist auch. Ja, am Auto ist einer. Wow. Motherfuckers! Konnte sich gerade nicht entscheiden, ob er tot umkippen soll oder nicht. Wow. Wer ballert denn hier? Wer macht das? Boah, ich habe ganz schön wenig Energie. Das ist nicht gut. Okay. Na guck. Hat sogar ein kleines Feuerwerk gegeben. Meine Güte, da haben wir jetzt aber auch Energie verloren.
You don't need to worry about the fat man singing. He's lost his voice. That's a real shame. How about them swingers, huh? Great work, man. Great work. Ja, und ich bin irgendwie auf dem höchsten Dach der... naja, natürlich nicht auf den höchsten. Ey, was war das denn? Irgendeiner mag mich hier noch nicht. Irgendeiner akzeptiert mich hier noch nicht. Boah, du siehst die Leitern teilweise gar nicht. Boah, hauptsächlich wird jetzt hier nicht noch erschossen von irgendwas. Was auch ziemlich geil wäre, wenn man mal eine Heilung finden würde wieder. You up to anything? Want to do something? Oh. Sure, kid. I'll be there in an hour. Okay. Das passt mir eigentlich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber... Weil ich hier gar nicht weiß, wie ich hier runterkomme. Oh, 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 oh. Von wo kam ich denn? Aus dem Fenster, ne? Okay, hier gibt's Treppen. Oder manchmal muss man mal eben markieren, wo Kate ist. Und die ist natürlich ganz da hinten. Ja, die wird sich ärgern, dass wir zu spät kommen. Nee. No, man. Must have been someone else. Yeah, yeah, must have been. I was in the shower and I heard the phone ringing, so I thought you might have called or something. My bad. Later. Later. Aber dieser Wagen gehört jetzt ursprünglich mir. This is a robbery. Get out of there. Ja, da noch ein Andenken gekriegt. Ach, verdammt, wir müssen da lang fahren. Na gut, dann tun wir das. Da haben wir jetzt auch die perfekte Karre für. Und dann werden wir jetzt noch in dem letzten Part dieser Folge hier unser Date machen. Mit Kate. Die Karre ist ganz schön Hammer, ne? Muss ich ja mal sagen. Macht Laune. Damit mal ein bisschen rumzuballern. Was ist das denn? Mein Gott. Was hat der denn vorgehabt? Ich glaube, das wusste er selber nicht mal. Oh, 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 oh. Hoppa. Ach, ich denke, wir kommen ganz pünktlich an. Hui. Oder? Ich weiß es gar nicht. Weil das ist schon ein ganz schöner Weg, von da hinten bis hier vorne.
man kann sagen, wirklich von links nach rechts sind wir jetzt gefahren. Das ist nicht ohne. Hey there, come on, let's go. Ja, warte mal, wo fahren wir denn überhaupt hin? Ach, hier lässt sich hier so ein schicken Ding essen. Interesting choice on the top. So. So what? So you. So me what? So are you another one? Another what? Another one like my brothers, the tough guy with a death wish. A man eager to get into hell as soon as possible. Probably. How annoying. What is wrong with you people, you men? What's wrong with me? Quite a lot, I'm sure. Why don't you want to live? To live a normal life, I mean. Get married, have kids, not steal, rob, kill. It can't be easier than having a job, I mean. I don't know. I have lived a complicated life. I was in a war. Sounds like you still are. Maybe. Well, for a murdering, thieving idiot who can't talk about things, you're kind of nice. Thank you. Don't mention it. Jesus, we must have a death wish. Der olle Gockel. Guck mal, und schon habe ich meine Lebensenergie wieder. Gekonnt angewendet hier. I can feel my arteries hardening. Gekonnt angewendet. So. Na gut, ob die das jetzt so mochte, ist eine andere Sache, weil ich glaube, die guckt da eher schon auf. Oh. That's not safe. Die guckt schon ein bisschen auf ihre Figur, die gute. Yes, thanks for a fun time. Goodbye. Ich weiß gar nicht, wohin kann er sein. Ja, das haben wir. Jetzt wäre es ganz toll. Ach komm, wir machen den ja. Der liegt gleich hier vorne. Scheißegal. Dann machen wir den noch. Dann haben wir den hier auch fertig. Wir müssen, denken wir, nur mal jetzt noch mal unsere Weste holen, die ja da vorne liegt. Mittlerweile hoffentlich jeden bekannt. Nein. Ja. Komm, lauf, mein Junge, lauf. Mal gucken, ob das Blut denn verschwindet, weil der hat ja jetzt Blut auf der rechten Seite. Und? Das ist immer noch da. Na gut. Hui, hui. Wie ein junges Rehkitz zupft er davon. So. Go und go. Oh. Ach, der liegt ja hier schon. Warte mal, nee, da nicht. Na hier im Krankenhaus, okay. Ach, von mir aus. Haupteingang. Ja dann. Kann nichts mehr schief gehen. I'm here to see Mr. Gavelli. I was sent by a mutual friend. Come on. Someone here to see you. Here. So you're the one who's getting involved with that nonsense for my dear friend James Pegorino. I don't know what you're... Spare me, please. I'm an old man. I ain't got much time left. Our mutual friend told me everything. Thank you. It made me My pleasure. People are so damn vain. Some people? All people. Even you, even me, an old man facing the end. And I still care.
care how I look. Care that when I shit myself, the pretty nurse has to clean it up. It's ridiculous. Yeah, well, you know. And I care about my legacy. I've worked hard for this line of work. Now some Russian assholes think they can march in and take control of rackets my family has run for 50 years! You mean 50 years of you bleeding the city dry might finally come to an end? I know it's a terrible tragedy. But if it wasn't me, it would just be someone else. So it might as well be me. Yes. Let me tell you, that faggot friend of yours, Bernie Crane, his boyfriend, he's being blackmailed by them damn Russians. They want him to put certain contracts up for tender. Windows, bus lines, cleaning, ones we control. These Russian fucking bastards are trying to finish us. What do you want me to do about it? I want you to work with me. In exchange for what? The police have a file on you an inch thick. In exchange for that. In exchange for that guy you've been asking about being brought here from wherever it is he's hiding, Switzerland or some shit. Okay, good. What do you want me to do? A good friend of mine is coming into town to give a speech on the new threat to Liberty City, Russian organized crime. I got a feeling some people ain't gonna want that speech to happen. Maybe the guy you love, this Dmitry Raskolov, has an interest in keeping this story out of the press. Make sure our boy gets to City Hall. He's coming in from upstate. He'll be at Grand Eastern Terminal on Bismarck. Thank you. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Zum Glück haben wir einen Flitzer. Na, 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 na. Ja. Ah. Ja, wir nähern uns anscheinend immer mehr den Dimitri. Wir treten ihn zumindest ein paar Mal auf die Füße. Was ja gar nicht mal so verkehrt ist. Dass diese, ich wollte gerade sagen, dass die Brücke breiter ist als diese andere da, diese kleinere, aber bin ich so ganz komisch ins Schwanken gekommen. Ah, das Auto ist nicht schlecht, du. Kann ich hier ans Herz legen. Oh. Also wenn man damit halt freie Fahrt hat. Dann klappt das auch. Ui! Oh Mann. Das Rafferlustig ist in den Kopf gekommen, deswegen muss ich ein bisschen lachen. Aber egal. Hä? Ist das hier schon? Okay. Ach ja. Ah, ich glaube, ich soll den Wagen fahren. Hätte ja gerne meinen eigenen genommen, aber nein. You guys waiting for me? Nico Bellic, right? Yeah, that's me. Stay in convoy with us all the way to City Hall. All right? Sure. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen. La la la. John, how are you?
course. Well, I'm coming to see you as soon as I've delivered the speech. Don't say that, John. You'll be feeling like a teenager again in no time. Those are the wonders of modern medicine. Oh, I'm gonna bring up everything we discuss. When I'm done at the podium, Mayor Ochoa is gonna be dedicating half his annual budget to cleaning this problem up. He doesn't want to start getting reckless with the lives of Liberty City voters. Wurde der gerade weggerannt? No, John, if it's your problem, it's my problem as well. Ach da. Take a deep breath, John. That's it. Driver, why is this road closed? Is there a problem? Another roadblock? This definitely wasn't mentioned on the traffic report. I'm gonna go and move the barriers. Come on, Mr. Jefferson! Let's get out of here! Brennende Menschen. Mehr. Jetzt bin ich ja ganz allein, oder was? Na klar. That was a mistake they didn't want to make. If you're gonna try to take out a politician, you better take him out for sure. More Russians wanting to kill you. Was? Haben die noch eine Granate oder sowas? Ja, eindeutig zu viele. This is not regulation speed. Die rammen sich selber weg. Okay, haben wir. Perfect. Thanks for the advice. American gangsters like John Gravelli understand the way life works. They get the limits of their power. In Europe, the politicians are as crooked as the gangsters. They don't understand that things are different here. Yeah, sure. You are as clean as the driven snow. I'll explain that important cultural difference to one of these Russian gangsters if our paths cross. Ja, die raschen Gangsters. Oh, wir haben wieder eine kleine Überlänge erreicht, aber mein Gott, ist halt so. Was will man mehr, ne? Aber wir müssen ja auch gleich wieder da sein. An unserem tollen Ziel. Ach, das ist doch hier. So, und ich verabschiede mich schon mal von dieser Folge her. Ja, stopp. Genau, stopp. Und ich sage bis dahin. Ciao, ciao. Who you are, but you got me here. Goes to show, some immigrants have the best interest of the country in their hearts. I'll tell John you did well. Check the lottery numbers for me. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen.